Hallo und herzlich willkommen zurück. Schön, dass ihr heute auch wieder mit dabei seid. Ich begrüße euch heute aus dem Raum Frankfurt mit wundervollem herbstlichen Wetter. Und heute wird es richtig schön breit, flach und lang, denn ich bin heute auf der Fahrveranstaltung von dem neuen VW Multivan T7. Was neu an ihm ist, welche neuen Skills er so drauf hat, finden wir heute im Detail gemeinsam raus. Falls du nach diesem Video Lust hast auf deinen Traumvan, dann schau doch gerne mal bei unserem Leasingpartner nullleasing.com vorbei. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dem neuen VW Multivan und mir. Shine a light through a prism full spectrum. Pull the curtains back, you're my dimension. Lay back and just forget the pressure. Der neue VW Multivan hat ein komplett neues, klares Design bekommen, aber dennoch erkennt man ganz klar die Bulli-Gene hier deutlich. Wir beginnen vielleicht erstmal hier vorne an der Front unter der Motorhaube, denn den neuen VW Multivan gibt es aktuell mit drei verschiedenen Motorisierungen. Es gibt ihn als zwei Benzinvarianten, einmal mit den 1,5 Liter, da hat er dann 136 PS und dann gibt es ihn noch mit den 2 Liter. Da hat er dann die 204 PS und es gibt ihn eben ganz neu jetzt als E-Hybriden mit 1,4 Liter E-Hybrid-Antrieb, der dann eben 218 PS leistet und so steht das Fahrzeug eben jetzt hier auch neben mir. Aber nicht nur bei der Leistungsvariante hat sich hier so ein bisschen was getan, sondern auch die komplette Basis ist neu hier bei dem Fahrzeug. Denn wir haben hier jetzt nicht, wie wir das gewöhnt sind bei den Multivans von VW, die Multivan-Basis, sondern wir haben hier eben die modulare Querbaukasten-Basis mit dabei, die aktuell alle VW-Modelle als Basis haben. Das hat natürlich einige Vorteile. Zum einen hat es den Vorteil, dass man jetzt leichter an den Motor rankommt. Das heißt, Reparaturen werden schneller, eventuell auch günstiger durchzuführen sein. Und wir haben dann natürlich noch die Möglichkeit, dass das Fahrzeug insgesamt in den Außenmaßen sich ein bisschen verändert hat. Den Multivan, den gibt es nämlich weiterhin als Lang- oder Kurzversion, allerdings nicht wie bei den Vorgängermodellen mit unterschiedlichem Radstand. Der Radstand, der ist bei beiden Versionen gleich, sondern es unterscheidet sich einfach nur darin, dass der Überhang hinten dann in der langen Version etwas länger ist. Ich meine, es sind 20 cm. Aber nicht nur die Lang- und Kurzversionen sind geblieben, eben mit dem veränderten Radstand, sondern die Außenmaße haben sich hier durch die Basis eben deutlich verändert. Wir liegen hier in der Länge bei 4,97 Meter. Bei der Langversion kommen dann eben nochmal 20 cm hinzu. In der Breite liegen wir hier bei 1,94 Meter und in der Höhe bei 1,90 Meter. Die 1,90 Meter, die sind wirklich richtig stark, denn das Fahrzeug ist jetzt insgesamt einfach in der Höhe etwas reduziert worden. Heißt, wir kommen mit dem Multivan jetzt problemlos in Tiefgaragen rein oder auch an Schranken, zum Beispiel am Meer. Das finde ich schon mal mega stark und insgesamt hat man hier einfach eben noch mal ein bisschen mehr PKW-Gefühl als Van-Gefühl, würde ich sagen, durch die neue Querbaukastenbasis. Ja, wenn wir hier vorne dann mal noch ein bisschen weiter gucken, fällt uns erstmal auf, dass wir hier weiterhin die Bulli-Gene haben. Allerdings wurde hier hinzugefügt, dass wir hier ein richtig schönes Chromband haben, das sich dann einmal um das ganze Fahrzeug durchzieht. Neu sind auch hier vorne die LED-Lichter. Die sind Serie ab der Ausstattungsvariante Style. Insgesamt gibt es drei Ausstattungsvarianten. Es gibt die Lifestyle und Energetic Ausstattungsvariante. Bei uns steht er jetzt eben als Energetic Ausstattungsvariante da mit dem IQ-Light. Dieses IQ-Light gibt es serienmäßig eben ab der Style-Ausstattungsvariante.
Serienmäßig kommt der Multivan allerdings trotzdem mit den LED-Scheinwerfern, aber halt eben nicht mit dem IQ-Light. IQ-Light, super sinnvoll, denn es hat gleichzeitig auch noch einen Fernlichtassistenten mit dabei. Das Licht kann selbstständig Situationen erkennen, wo vielleicht gewisse LEDs hinzugeschalten werden sollen oder eben ausgeschalten werden sollen. Zum Beispiel, wenn man im Gegenverkehr irgendwie niemanden blenden möchte, erkennt das Licht das selbstständig und passt sich dementsprechend an, finde ich also richtig schön stark. Ja, der Kühlergrill, der ist relativ geschlossen hier gestaltet. Ich glaube, da brauche ich nicht so viel zu sagen, aber zu den Farben möchte ich noch was sagen. Denn bei uns steht er jetzt in den klassischen Werbefarben, die es aktuell für den Multivan T7 gibt. Insgesamt gibt es 14 verschiedene Exterieurfarben als Bicolor-Variante oder eben auch einfarbig. Ja, hier seitlich steht es ja auch nochmal drauf. Energetic Ausstattungsvariante hier bei uns. Und hier unten haben wir jetzt 18 Zoll Räder mit dabei. Serienmäßig in der Basis kommt der Multivan allerdings mit 16 Zoll Rädern. Hier kann man aber hochgehen bis 19 Zoll. Und wenn wir dann ein bisschen weiter nach hinten gehen, haben wir hier die wunderschönen Außenspiegel. Die Außenspiegelkappen sind hier auch schön in schwarz lackiert, perfekt halt zu dem oberen Teil vom Fahrzeug. Und diese Außenspiegel, die können ein tolles Begrüßungslicht auf den Boden projizieren. Und dann hat man da einfach so einen kleinen Mini-Bulli auf dem Boden. Das sieht wahnsinnig stark aus. Wenn wir dann noch ein bisschen weiter nach hinten gehen, haben wir hier auf jeder Seite die elektrischen Schiebetüren. Die gehen wirklich easy auf. Das finde ich mega stark. Vor allem stark daran ist, dass die eben Serie sind hier bei dem neuen Multivan. Ja, hier vorne da ist natürlich noch die Öffnung zum Tanken. Und ich würde vorschlagen, wir schauen uns jetzt einmal das Heck an. Am Heck angekommen fällt erstmal auf, dass wir hier von hinten wirklich ein heftig schön neues Design haben. Ich finde, durch den neuen angedeuteten Dachspoiler wirkt das ganze Fahrzeug von hier hinten noch mal moderner und sportlicher. Gerade in der Kombination hier mit den abgedunkelten Scheiben sieht es schon wahnsinnig gut aus. Und die abgedunkelten Scheiben geben natürlich dann den Insassen auch noch mal so ein kleines bisschen Privatsphäre. Links und rechts, da gibt es die LED-Rückleuchten. Die sind Serie schon im Basismodell, finde ich wahnsinnig stark. Hier in der Mitte als Verbindungselement der zwei Farben dient hier das VW-Logo in unserem Fall und hier unten nochmal schön zentral groß die Multivan-Letter und hier rechts steht bei uns nochmal E-Hybrid drauf, damit wir halt eben direkt erkennen, welcher Motor hier versteckt ist. Ja, hier unten, da gibt es dann auch noch die Option an eine Anhängerkupplung. Die Anhängerkupplung, die kann in diesem Fall hier bis zu 2 Tonnen ziehen. Und das Fahrzeuggewicht, das variiert auch so ein bisschen je nach Antrieb, aber hier in der Kurzversion mit dem E-Hybriden Antrieb wiegt das Fahrzeug 2110 Kilogramm. Ja, wir haben natürlich auch so ein bisschen Gepäckraumvolumen hier in unserem Fahrzeug. Wenn wir hier das Fahrzeug bis wirklich hinter die erste Sitzreihe beladen möchten, haben wir hier ein Gepäckraumvolumen von 4053 Liter. Wenn wir allerdings nur diesen Bereich hier hinter der dritten Sitzreihe beladen möchten, sind es in der Kurzversion 469 Liter Gepäckraumvolumen. Ja, ihr seht ja schon, hier haben wir so ein kleines Ablagefach, das man auch so ein bisschen verstellen kann oder auch komplett rausnehmen kann. Insgesamt hat man hier hinten ja schon ein bisschen Platz für den Alltag, aber natürlich, wenn man hier jetzt nicht alle Sitze eingebaut hat, hat man wirklich extrem viel Stauraum. Man kann hier Fahrräder reinräumen, Snowboarder, Surfbretter, alle Bretter, die ihr euch so vorstellen könnt, haben hier auf jeden Fall Platz und wahrscheinlich auch dazu noch irgendwie ein Kinderwagen, Kinderspielzeug. Also wirklich, hier ist genug Platz. Was mega stark ist, wir haben hier jetzt nur noch Einzelsitze eingebaut, aber die schauen wir uns natürlich gleich im Innenraum nochmal genauer an. Ja, ich verschließe die Klappe jetzt wieder, die übrigens sich elektrisch verschließen lässt, mega cool. Und wir kommen einmal noch zum Laden. Hier hinten befindet sich zwar die Öffnung zum klassischen Tanken, vorne an der Front habe ich euch ja recht schon die Ladeöffnung gezeigt. Für den
für das Stromtanken sozusagen, denn wir haben hier eine 10,4 Kilowattstunden Lithium-Ionen-Batterie verbaut, die man an einer AC-Steckdose, an Wechselstrom in 3 Stunden 40 wieder aufladen kann. Insgesamt hat man hier eine rein elektrische Reichweite von etwa 50 bis 60 Kilometer. Rein elektrisch reicht also perfekt für den Stadtverkehr. Und das Fahrzeug lädt sich natürlich selbstständig auch wieder während der Fahrt auf. Ich würde vorschlagen, wir springen jetzt einmal gemeinsam in den Innenraum. Angekommen, muss ich erstmal sagen, dass wir hier wirklich richtig schön hochwertige Materialien haben, die toll aufeinander abgestimmt sind. Wir haben jetzt in unserem Fall schöne Alcantara-Sitze, zumindest Teil Alcantara, ein Teil ist auch Glattleder, es fühlt sich wahnsinnig gut an und insgesamt sind die Sitze wirklich sehr bequem. Was die Sitze auch neu haben, ist, dass wir hier bei der Armauflage keine klassischen Drehregler mehr haben, um die Position einzustellen, sondern wir haben hier jetzt einfach so einen kleinen Knopf, wo man dann eben die Höhe einrasten kann. Das finde ich sinnvoll und noch langlebiger als die Drehregler, die man davor so in den Multivans hatte. Ja, hier in der Mitte, wo ich normalerweise mit der Mittelkonsole beginne, da haben wir ein neues Feature, aber das zeige ich euch noch später. Wir beginnen vielleicht dann erstmal hier mit dem schön freistehenden, mit der schön freistehenden Displaylandschaft vor mir, denn wir haben hier ein schön digitales Cockpit. Wir haben hier ein 10 Zoll großes Touch-Display in der Mitte für das Infotainment und hier vor mir haben wir ein 10,2 Zoll großes voll digitales Kombi-Instrument. Ja, aber wir bleiben hier noch einmal am Infotainment, denn wir haben hier wirklich richtig schön umfangreiche Assistenzsysteme mit dabei. Wir haben eine tolle Konnektivität mit an Bord. Wir haben eine gute Umgebungskamera, also wirklich alles da, was man braucht. Aber natürlich kann man die ganzen Assistenzsysteme auch einsehen, indem wir hier vorne zwischen den Auslassern für die Lüftung haben wir hier nochmal Schnellzugriffe, zum Beispiel für die Assistenzsysteme. Wenn wir da einmal drauf drücken, lässt sich dann eben alles einmal anzeigen. Wir haben hier einen automatischen Distanzregler, wir haben einen Geschwindigkeitsbegrenzer mit dabei, wir haben einen Spurhalteassistenten, einen Spurwechselassistenten, eine Verkehrszeichenerkennung, eine Müdigkeitserkennung, wir haben einen Querverkehrswarner mit dabei und was auch richtig stark ist, dass wenn von hinten der Verkehr angefahren kommt, Fahrräder, andere Verkehrsteilnehmer, dann gibt das Fahrzeug einfach ein Signal ab, damit man die Türen eben dann nicht mehr öffnet, finde ich auch richtig cool. Ja, Konnektivität wird hier auch groß geschrieben. Wir haben hier wieder das Reconnect mit dabei, das heißt, das Fahrzeug ist über eine eSIM mit dem Internet gekoppelt, kann so selbstständig Updates machen und eben immer aktuelle Infos einblenden, was richtig schön ist. Auch schön finde ich das Ambiente-Licht hier drin. Das lässt sich ungefähr in 30 verschiedenen Farben einstellen. Ist richtig schön und macht den ganzen Raum hier wirklich sehr, sehr wohnlich. Nicht nur wohnlich ist der ganze Innenraum, sondern auch wirklich sehr hell, denn wir haben hier ein riesiges Panoramadach mit eingebaut. Das ist allerdings nicht Serie, aber ich finde es wahnsinnig stark, muss ich sagen. Ja, hier oben, da haben wir dann noch den Zugriff auf den SOS-Knopf. Und natürlich dann auch noch mal zwei kleine LED-Lämpchen hier vorne. Und hier vorne unterhalb vom Infotainment haben wir noch mal eine Induktivladefläche für Smartphones, finde ich auch richtig stark. Es gibt darunter noch mal zwei USB-C-Slots und eine 12-Volt-Steckdose. Hier unterhalb, da befinden sich zwei Cupholder drin. Früher hat man hier ein sehr tiefes Fach gehabt für eine große Mineralwasserflasche oder andere Flaschen. Jetzt sind es hier halt eben nur noch zwei Cupholder. Links daneben befindet sich die elektrische Feststellbremse und der Autohold-Knopf, finde ich auch richtig schön.
Und hier befindet sich dann das 7-Gang-DSG-Getriebe. Das DSG-Getriebe, das ist jetzt in allen neuen Multivans verbaut, auch richtig schön, gerade mit dem Shift-by-Wire. Das ist wirklich stark, auch hier mit der Tiptronic, heißt, wir können das Fahrzeug eben nicht nur automatisch über das DSG fahren, sondern eben auch manuell hier über die Pedals bzw. auch die Rekuperationsstufe des Fahrzeugs einstellen. Ja, jetzt sind wir ja schon beim Lenkrad. Wir haben hier ein echt schönes Leder-Multifunktionslenkrad. Auch das ist jetzt Serie bei den neuen Multivans. Richtig schön, schön aufgeräumt. Hier links können wir dann nochmal die umfangreichen Assistenzsysteme anwählen und individuell regulieren. Und hier rechts, da greifen wir dann eher auf das Infotainment zu oder können das Fahrzeug auch mit der Sprache bedienen. Da sehe ich gerade, wir haben hier auch serienmäßig Lenkradheizung. Auch das gefällt mir immer gut, gerade weil man mit so einem Fahrzeug ja auch vielleicht mal Skifahren gehen möchte. Ja, das digitale Kombi-Instrument hier vorne, auch das wirkt relativ aufgeräumt. Wir können hier die Ansichten verändern. Auch die Ansicht verändert sich, wenn man in den Modi hin und her wechselt. Das heißt, man sieht dann hier auch klar an der Farbgebung und am Design, in welchem Modi man sich bzw. in welchem Modus man sich gerade befindet. Ein Head-Up-Display, auch das gibt es jetzt neu, finde ich echt schön. Da können wir dann die aktuellen Verkehrszeichen uns anzeigen lassen oder auch zum Beispiel Teile vom Assistenzsystem, zum Beispiel, welche Distanz man hier zum Vordermann haben möchte. Ja, eine richtig schöne Harman und Kardon Soundanlage haben wir hier auch mit an Bord. Auch die hat einen exzellenten Sound, wie wir das von Harman und Kardon gewöhnt sind. Und außerdem haben wir hier vorne noch so verschiedene Designmerkmale, die einfach insgesamt wirklich sehr schön jung und modern aussehen. Wenn wir dann mal noch in die Tür reingehen, haben wir hier elektrische Fensterheber für vorne, die hinten, die lassen sich natürlich weiterhin nicht öffnen. Wir können die Außenspiegel serienmäßig elektrisch verstellen und sie sind auch beheizbar. Ja, und hier unterhalb, da haben wir dann nochmal so ein kleines Ablagefach in der Tür und wir haben hier nochmal zwei Knöpfe, einmal für die Tanköffnung und einmal für den Kofferraum. Ja, hier vorne, da haben wir auch nochmal ein kleines Fach, da verbergen sich dann die Sicherungen wahrscheinlich dahinter. Und ich würde vorschlagen, wir schauen uns jetzt einmal gemeinsam die hinteren Sitze an. Auf den hinteren Plätzen angekommen, fällt natürlich nicht nur auf, dass wir hier wirklich komplett neu designte Sitze haben, sondern wir haben einen Skill mit dabei, was ich euch vorne schon gezeigt habe. Nämlich gibt es hier ein neues Schienensystem, das dann eben nicht nur die Einzelsitze zulässt, sondern wir haben vorne statt einer Mittelkonsole eine Art Tischmittelkonsole platziert. Die ist, wie gesagt, eigentlich vorne zwischen Fahrer- und Beifahrersitz angebracht. Aber durch das neue Schienensystem kann man das mit einem Handgriff total easy bis nach ganz hinten durchziehen. Ihr denkt euch jetzt, was soll das hier zum Getränke abstellen oder wie ist das? Nee, hat viele Funktionen, natürlich auch zum Getränke abstellen. Aber wir können das Ganze erstmal hochfahren, indem wir hier in der Mitte drauf drücken und dann gibt es nochmal zusätzliche kleine Tische. Viele von euch erinnern sich vielleicht, früher waren die zum Klappen. Heute hat man halt dann eben so ein riesen Moped, aber ich finde es mega cool, denn so kann man das einfach multifunktional nutzen. Man kann es vorne als Mittelkonsole nutzen, man kann es hier hinten nutzen, dass die Kinder sich bespaßen können während der Fahrt, dass sie eine Schreibunterlage haben und das Ganze kann man dann halt eben noch in der Höhe verstellen, das finde ich wirklich richtig praktisch. Ich mache es jetzt einmal wieder runter, damit ihr mich besser sehen könnt. Und ihr seht ja, das ist wirklich super easy. Ich bringe es jetzt wieder in die richtige Position, damit ich nicht drüber falle. Aber das finde ich wirklich eine richtig starke Funktion hier in unserem neuen Multivan. Das neue Schienensystem bringt also das neue Skill mit sich und hier die neuen Einzelsitze. Wir haben keine durchgängige Bänke mehr hier in den Multivan, sondern wirklich bis zu 7 Einzelsitze. In unserem Fall fehlt jetzt natürlich da hinten noch ein Sitz, einfach damit man sehen kann, wie viel Laderaum wir hier drin wirklich haben. Das heißt, dass dadurch, dass wir jetzt Einzelsitze haben und keine Bank mehr, können wir hier die Sitze natürlich auch relativ einfach entfernen oder auch einfach um 180 Grad drehen. Das Ganze funktioniert dann, indem man
den Sitz wie ein kleines Paket zusammenpackt, kurz aus der Schiene rausnimmt, dreht oder eben aus dem Fahrzeug lupft. Insgesamt sind sie 25% leichter als die Sitze bisher. Also da hat sich wirklich was getan. Und so kann man halt dann eben auch rückenschonend hier die Sitze ausräumen. Bequem sind die Sitze auch wirklich extrem. Auch natürlich das Material hier hinten ist wieder richtig schön. Und was mega stark ist, wir haben hier Sitzheizung. Ihr denkt euch jetzt, wie kann das funktionieren? Wir haben ein Schienensystem mit Einzelsitzen und Sitzheizung. Da muss doch irgendwie eine Verbindung entstehen. Ja, die Verbindung gibt's. Und zwar gibt es in den Schienen an verschiedenen Positionen dann eben die Anknüpfung zum Strom, damit dann die Einzelsitze hier auch Sitzheizung haben. Isofix gibt es hier hinten natürlich auch. Ich wechsle einmal den Platz. Isofix gibt es auch. Wir haben hier links und rechts dann auch nochmal zwei kleine Cupholder. Wir haben hier nochmal eine kleine Möglichkeit zu laden. Und zwar einmal mit USB-C und hier unten dann auch nochmal über eine 12-Volt Steckdose. Es gibt überall kleine Ablagefächer, kleine Leselämpchen. Also alles da, was man sich so wünscht. Und ihr seht es ja, ich habe nicht zu viel versprochen. Dieses riesige Glas-Panoramadach hier, das macht einfach das ganze Fahrzeug extrem hell und gefällt mir einfach richtig gut. Ja, ich würde sagen, wir checken jetzt endlich mal die Performance unseres VW Multivan T7 auf der Straße aus. Ich habe den Motor jetzt einmal für euch gestartet und wir beginnen hier nochmal mit der Systemleistung, denn die liegt bei 218 PS. Vmax liegt bei 190 km/h. Bei den Benzinvarianten, also ohne den E-Hybriden, ist die Höchstgeschwindigkeit ein bisschen höher, aber auch wirklich nicht arg. Ich glaube, da liegt es dann irgendwie bei 200 km/h. Das ist schon wirklich ausreichend. Ja, die Beschleunigung schafft er in 11,2 Sekunden, das ist auch in Ordnung für das Fahrzeuggewicht und wir haben hier einen Wendekreis von 12,1 Meter, ist auch akzeptabel, wie ich finde. Und insgesamt fährt er sich wirklich echt schön, eher wie ein PKW als ein großer Van. Das liegt natürlich dann auch wieder an der Querbaukastenbasis, die wir hier verbaut haben. Und wir haben auch eine richtig schöne Sitzposition, wir haben echt eine toll große Frontscheibe hier, das heißt, man sieht einfach alles, was man sehen muss. Und auch hier muss ich nochmal sagen, wie schön lichtdurchflutet hier dieses Fahrzeug ist. Was auch richtig stark ist, dass man ein wirklich sehr gestochen scharfes Head-Up-Display hat, was man heutzutage vielleicht nicht mehr missen möchte. Das finde ich auch richtig schön. Und was ich auch toll finde hier ist, dass wir hinten zwei elektrische Schiebetüren haben, die wir von hier vorne aus verschließen oder auch öffnen können. Das Ganze funktioniert dann rechts neben dem Infotainment-Touch-Display. Und da kommt dann auch so ein kleines Rolls-Royce-Feeling auf, denn auch da kann man eben die Türen automatisch von der Fahrerposition aus ansteuern. Ja, insgesamt finde ich die Performance von dem Multivan wirklich Weltklasse. Ich bin Fan und ich würde vorschlagen, wir genießen jetzt zusammen noch so ein bisschen die schöne Performance hier von unserem Multivan, bevor ich euch dann mein kleines Fazit zaubere. Einem kleinen Fazit und beginnen vielleicht direkt mal noch mit den Preisen, denn man bekommt den VW Multivan T7 in der Basis ab
44.840 Euro. Natürlich dann mit dem kleinsten Motor, mit relativ wenig Ausstattung. Und es geht dann locker bis zu den 70.000 Euro hoch. Natürlich kann man auch da dann nochmal ein bisschen mehr Ausstattung mit oben drauf packen und kommt dann wahrscheinlich locker zwischen 70.000 und 80.000 Euro am Ende raus. Ich finde den VW Multivan trotzdem cool, trotz den Preisen, weil man kennt es ja, die Multivans von VW, die sind einfach sehr preisintensiv, aber was man dazu sagen muss, sie sind nicht nur preisintensiv, sondern wirklich auch sehr preisstabil. Das heißt, wenn man mit seinem Multivan einfach sehr gut umgeht, bekommt man dann auch ähnliches Geld wieder. Außerdem finde ich den neuen Look hier von dem Multivan extrem schön, zeitgemäß, modern, ein bisschen sportlich mit dem Heckspoiler und obendrauf kommt dann einfach noch ein richtig schön umfangreiches Assistenzsystem und ein extrem sicheres Fahrzeug. Ich bin Fan, lasst mich gerne mal wissen, wie ihr den neuen VW Multivan findet, gerne unten in die Kommentare damit. Und falls ihr jetzt Lust habt auf euer Traumvan, dann schaut doch gerne mal bei unserem Leasingpartner nullleasing.com vorbei. Mich würde es auch riesig freuen, wenn ihr uns auf unseren Webseiten der-autotester.de besucht oder auf meiner Webseite ninacamaria.de. Ihr findet uns natürlich auch auf allen Social Media Plattformen, Instagram, Facebook, Twitter. Schaut da unbedingt vorbei. Ich bedanke mich bei VW für die Einladung und bei euch fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.